Was bisher geschah? In der letzten Folge sind wir auf einen riesigen Wächter gestoßen, den ich vorher noch nie gesehen hatte. Und wir sind ein ganzes Stück weiter gewarpt mit dem Frachter. In dieser Folge werden wir mal einen guten Planeten untersuchen. Und die Reise geht weiter im No Man's Sky. So, wir sind auf der Raumstation und ich habe ja schon mal die ganzen Sachen angeguckt. Keiner von denen. Also theoretisch, wir könnten beim. Aber wie heißt denn jetzt? Der Anzughändler. Da könnten wir ein Giftmodul S kaufen, das hat der. Was ich bei dem hier gerade gesehen habe, sind Scannermodule nochmal. Ich habe gerade geguckt, was ich habe. Ich habe ein Scannermodul A und B drin und der verkauft auch ein Scannermodul S. Was zwar viel Nanit, aber dafür kriegen wir einfach viel mehr Geld. Baue ich jetzt gleich mal ein. Ich guck mal, ob das zufällig mit denen jetzt irgendwas macht, wenn ich die jetzt hier nebeneinander baue. Weiß nicht, ob das. Oh ne, geht ja so gar nicht. Ob das stimmt? Irgendwann hatte ich mal einen Tooltip gelesen, dass es einen Unterschied macht, wo man die Sachen einbaut. Was? Das ist ein Anzug-Upgrade? Was? Für Scannersysteme des Multiwerkzeugs. Ach, ich muss. Ah. Ich habe X gedrückt und nicht Kasten. Jetzt kann ich es nämlich installieren. So, quantumhaltiges Füller. Was? Quantumhaltige Füller, okay. Zack, installiert. Okay, das macht das hier nicht. Ich habe mir gerade auch noch ein Anzug-Upgrade eingebaut, weil ich das irgendwie noch hatte. Ich weiß nicht warum. Oh, Flora wird jetzt auch mehr Geld. Vorne Analyse 8000 plus. Jo, also jetzt machen wir gleich richtig Money. Ich habe einen Auftrag angenommen im Frachter für Tiere scannen. Ja, nochmal kurz gucken, was ich hier eingebaut habe. Und zwar das hier. Und das ist jetzt nämlich markiert. Ich glaube, die Werte sind immer noch die gleichen. Ich weiß nicht, was es gebracht hat. Aber das hier bringt mir jetzt Sprintdistanz und Jetpack-Tanks ein bisschen mehr. Gehe ich nochmal darüber und dann gucken wir uns noch die Aufgaben an. Ich habe mir auch schon Frostkristalle und Pilzschimmel eingesteckt, damit wir die Aufgaben auch endlich mal abschließen können. Ah, wir gehen mal erstmal hier hin. Und dann machen wir das auf dem ersten Planeten, aktivieren wir die Quest mal. Und dann sollte, zumindest war das früher so, dass man mir denn einen Handelsposten sagt, zu dem ich hin soll, wo ich die Dinge abgeben kann. So. Der vom Kampf gezeichnete Alien salutiert mir, als ich mich nähere. Er ist Kommandant der Söldnergilde in diesem System. Er bereicht mir meinem Rang entsprechend einen Anteil im jüngsten Gildenprofit. Nehmen wir natürlich. Nehmen wir das Geschenk an. 144.000, das ist gut. So. Bergbauaufseher. Oh, der hat schon keine Lust mehr, ne? Der ist richtig alt und schon fast in Rente. Ich bin nicht wie diese Lebensform, das bin ich mir sicher. Trotzdem akzeptieren sie mich. Okay. Okay, dann machen wir mal. Gucken wir mal, was die hier so haben. Störung. Piraten jagen. Nehmen wir an, die können wir gleich draußen bekämpfen, das ist kein Problem. Wir haben ja auch die mit 3 Sternen schon geschafft. Wächter eliminieren. 3 Wächter eliminieren. Mach ich einfach mal. Wir haben sowieso noch Wächter eliminieren Quest da. Das können wir vielleicht dann sogar machen. Planetares Depot über. Aber die Depot überfallen ist blöd, auch wenn es Händlergilde ist, aber das ist nicht gut. Ah, Piratenjagen sind denn gleich 2 Quests auf einmal. Vierbeinige Wächter eliminieren, das mache ich ganz bestimmt nicht. Die sind mir zu krass. Kometentröpfchen sammeln, ja, wo auch immer das gibt. Da sind wir aber noch gar nicht. Okay, dann können wir los Piraten bekämpfen. So, es ist natürlich auch einer mit 3 Sternen, aber. Das war ja letztes Mal auch nicht unbedingt das Problem. Ja, der hat schon durch die Raketen so viel kassiert. Oh. Können wir? Ja, wir waren. Ach. Die sind aber auch schnell, ne? Okay, die Soundeffekte sind ein bisschen anders. Da. Oh, ist ein Zwerg, doch, haben wir gekriegt. So, haben wir sogar geschafft. Ich habe mir die Planeten ja schon mal ein bisschen angeguckt. Es gab einen, der ist zwar radioaktiv. Oh, das ist hier Gold, das nehme ich natürlich mit. Aber.
Der hat eine ganze Menge Zeug drauf. Der hat unter anderem auch Uran und Emeril, weil ich habe anscheinend vergessen, dass wir hier in einem ins grüne System sind. Ja, was ich auch mit Absicht gemacht habe, glaube ich. Können wir auch vielleicht noch ein bisschen Emeril sammeln. Vielleicht reicht es auch, um so ein seltenes Element zu kriegen, was wir für die Geologiekanone brauchen. Das fände ich natürlich sehr gut, wenn wir die auch mal hätten. Ja, ansonsten können wir das Kessel geben. Und ich zeig, weil die Planeten sehen ja schon sehr cool aus. Ne? Das war der hier und der sieht auch richtig geil aus. Und wenn wir mal Glück haben, können wir ja vielleicht sogar eine Basis drauf bauen, falls die Radioaktivität nicht so schlimm ist. So, da sind wir durch die Wolken durch und wären fast auf den Berg gefallen. Okay, es leckt wie Sau. Das ist nicht gut. Oder ist es nur, weil das alles nachgeladen hat? Das hatte ich schon mal. Da hat einfach nur das Spiel gesponnen. Da hat es nach einem Neustart vom Spiel war es wieder okay. Ich werde jetzt hier trotzdem einfach mal runtergehen und mal gucken. Ja doch, machen wir einfach mal. Ich hoffe, wir haben hier denn auch Sachen, die wir brauchen, um das Schiff wieder vollzuladen, dass wir weiterfliegen können. Strahlung extern. Ja, keine Ahnung, ist das schlimm oder nicht? Geringe Alarmstufe, das ist gut. Großzügig. Partikelwinde, ah, ist nicht mehr extrem. Ja, cool. Ja, gucken. Wenn das jetzt... Okay, also es sieht erstmal nicht so aus, als würde das ja besonders stark laggen. So, dann gucke ich mal, was es jetzt hier an Belohnung gibt für die Pflanzen, weil wir jetzt den tollen Scanner haben. Sonst gab es ja immer 500 und 19.000, alles klar. Okay, das ist gut. Das ist jetzt die Frage, wie viel wir jetzt noch für Tiere kriegen. Ich weiß nicht, ob es hier welche gibt. So sehe ich erstmal nichts. Die Schatten bewegen sich ein bisschen komisch. Ich glaube, ich werde das gleich auch mal neu starten, um da vielleicht einen Trick zu machen. Ich finde das ein bisschen schade. Das war vorm Update nicht. Da hatte ich das nie, dass irgendwas mal geleckt hat. Aber das... Ja doch, das brauche ich ja hier, das Zeug. Oh, sogar reinstes Ferrit ist da drin. Wäre aber doch ein potenzieller Planet, ne? Auch weil er so viel hat für eine Basis. Das wäre ja schon gar nicht so schlecht. Ah, Technologieteile da unten. Okay, so denn. Ah, ich bin direkt in so einem Teil gelandet. Ich mich hier mal ein bisschen um. Da gibt es auch noch diese Platinpflanze. Gucken, und dann... Also das geht da gar nicht runter, oder? Achso, ich habe ja auch den... Aber habe ich den Schutzanzug? Zieht der gerade was ab? Hat das noch ein bisschen was drin? Okay. Deswegen vielleicht. Gucke ich mich hier mal... Das ist gar keine Pflanzen. Gucke ich mich hier um und dann sehe nur aus, falls ich was Cooles finde. Oder dann aktiviere ich mal das Quest und dann können wir mal diese Pflanzen abgeben. Die wir schon so lange rumtragen. Ist das eigentlich was anderes hier? Kennen wir schon. Oh oh. Das wollte ich natürlich nicht. Ach stimmt, wir müssen auch das Tier. Wir müssen auch sowieso noch. Ist das ein Kühn? Geplünderte Überreste, ältlich. Abwerfbare Zunge, das ist natürlich krass. Strahlungsschutz sind damit. Mal gucken, wie schnell. Er ist aber vertretbar. Das ist okay. Ich glaube, wir haben Planeten. Warte mal. Ich glaube, wir haben einen Planeten gefunden. Gagwort. Gagsystem. Ist ja auch okay. So, denn. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, das muss ich gleich mal kurz zeigen. Ich habe da. Außer Reichweite. Aha. Das ist außer Reichweite, okay.
gerade eine Kiste geplündert. Ja, und die Radioaktivität ist doch ein bisschen höher als gedacht, also... Er ist nicht ganz so cool, aber... Wenn wir ich meine, man muss ja auch nicht ständig draußen sein, ne? Das ist ja... Ist ja gar nicht nötig. Ich wollte jetzt nur mal hier... Es... Das Natriumnitrat... Achso, ich brauche nur 37, weil ich wollte ja sagen, ich habe gerade so viele Natriumpflanzen gesammelt. Ich habe so ein... Das wusste ich gar nicht, dass es so funktioniert. Ich höre es doch hier. So ein Teil habe ich repariert. 5 Natriumnitrat war recht billig. Und da kam das hier raus. Erhöht die Lebenserhaltungssystemenergie und bietet begrenzte Solarenergierückgewinnung. Wie den Energieverbrauch bei Tageslicht verringert. Installieren, würde ich sagen. Wir können ja immer noch Plätze dazu kaufen, aber das ist ja... Mach's mal hier hin. Was? Technologie überladen? Warum? Was heißt das? Zu viele Upgrades für Lebenserhaltung installiert. Entferne die überschüssigen Upgrades, um Funktionalität des Geräts... Weiter geht der Text nicht. Okay, Lebenstank und Solarmodul. Hier habe ich auch Solarmodul. Lebenserhaltungstanks 5%. Das ist ja albern, denn nee, weg damit. Aha. Das habe ich ja nicht gewusst. Dann kann ich ja anscheinend nur 3 davon haben. Hoffentlich geht das mit den Teilen hier auch. Dass ich da... Ja. Entsprechend viele haben kann und nicht nur von verschiedenen. So, naja. Wie geht das erstmal da hinten hin? So, ich habe noch 2 Sachen... Zwei Sachen vor, aber ich werde jetzt erstmal... Für Chlor. So, warte mal, dann kann das hier ja weg. Das brauchen wir nicht. Hier habe ich doch noch Platz. Da kann doch Natrium rein. Jawohl. So. Das kann ja auch in Frachter. Als ob das Schiff zu weit weg ist. So, Navigationsdaten. Ja, Chlor ist. Komisch, warum das da drin ist. Hier ist nur Natrium drin. Keine Ahnung, wo denn der Chlor herkam. So, ja, es geht leider doch. Da muss ich gleich mal gucken, wie man das Zeug herstellt. Dann setze ich mich jetzt einmal ins Schiff rein und guck mal so. Ich habe leider auch vergessen zu gucken, wie viel dieses Tier gebracht hat. Und ich habe seitdem nicht noch eins gesehen. Aha, warte mal. Wir müssen ja sowieso die hier noch machen. Was? Ich habe nichts mehr davon. Okay, Kohlenstoff hier. Aber das Teil rennt da runter. Okay, ich bin jetzt bei Stufe 2 und ich weiß... Ja, genau. Okay. Bauen wir die Teile hier einfach ab. Ich bin jetzt bei Stufe 3. Okay, das verstehe ich noch nicht ganz, warum das so ist. Verbleibende Zeit. Okay. Ein Glück hatte ich noch Treibstoff drin. Ich werde jetzt einfach mal hier so ein bisschen... Rumcruisen, genau. Wächter suchen, die haben keine Ahnung, wo wir sind. So, einfach einmal abbremsen und neuen Treibstoff machen. Ich hoffe, ich habe genug Zeug dabei. Brauchen wir Metallplatten? Haben wir. Nee, jetzt habe ich hier keinen Platz. Okay. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob dieser Tank hier überhaupt was bringt, weil mit 20% kann ich nicht abheben. Wahrscheinlich bräuchte ich da dann doch noch einen weiteres Upgrade, um noch mehr Rabatt zu kriegen. Damit ich damit was anfangen könnte. Flotte ist schon im nächsten System wieder. Entkommen! Haha! So, und jetzt... Genau, das hier hat gereicht. Und ich hatte noch eine, ne?
Hat auch gereicht. Ja, wunderbar. So, planetare Wächter eliminieren? Hatte ich nicht. Eigentlich auch eins mit Tiere scannen? Wo ist denn das hin? Ist das schon wieder weg? Ich kapiere das manchmal nicht. Bin mir ziemlich sicher, dass ich eins hatte mit 20 Tiere scannen. Ja, aber das hier war es ja nicht. Gibt es doch eine Obergrenze von Sachen, die ich haben kann? Keine Ahnung. So, jetzt mache ich aber erstmal die anderen Sachen noch. Geschenk unter Freunden. Das ist, glaube ich, was anderes. Hier, Zeitkapsel zum Beispiel. Genau. So, mal gucken, ob der mir jetzt zeigt, wo das ist. Genau, da fliegen wir jetzt einmal hin. Zufall, das war ja direkt hier, oder? Ja klar, oh. Ja, cool. Ja, der zeigt mir sogar, wo ich hin soll. Das ist ja wunderbar. Oh, da müssen wir nur noch einen guten Punkt aussuchen für die Basis, wo die denn hin soll. Weil ich muss ja auch sagen, nach dem Neustart habe ich hier keine Lecks mehr gesehen. Das ist also auch gut. So. Können wir hier einmal, ja, ja, abliefern. Die will ich gleich noch die Pilzschimmel-Quest. Dann sollte das auch klappen. Genau. Jetzt müssen wir da auch nur noch Bescheid sagen. So. Güter zu einem sicheren Depot liefern. Und für den Kunden beschaffen. Ich hoffe, das ist jetzt auch hier. Natürlich nicht. Okay. Nehme ich mir noch das Zeug hier mit. Und dann fliegen wir jetzt auch noch dahin. So, wir sind jetzt hier an der zweiten Station und es hat sich herausgestellt, hier gibt es auch Stürme. Und das da sieht ja schon mal sehr interessant aus. Was auch immer das da ist. Steht das dran? Natriumansammlung, ah ja. Okay, braucht man nicht unbedingt. Also die Stürme sind schon ein bisschen krass. Die Temperatur verändert sich nicht sehr stark. Also das geht wahrscheinlich dann nicht drauf, aber Radioaktivität ist anscheinend schon mal ein bisschen krasser. So, dann werden wir beim nächsten Mal auf jeden Fall eine ganze Menge Nanit bekommen. Ja, Sturm löst sich auf. Ja, wunderbar. War jetzt auch nicht besonders langer Sturm. Ist jetzt nur die Frage, wie oft das passiert, ne? Die auch häufiger dann kommen. Weil dann... Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich hier runtertrauen soll. Da würde ich nämlich... Ach, ich weiß das auch nicht. Würde ich einfach mal hier runtergehen und mal mich so umgucken, ob wir zufällig hier in der Nähe eine tolle Location finden. Oh, hier ist nochmal ein Tier. Da kann ich jetzt drauf achten, wie viel das gibt. Hoffentlich übertrieben viel. 125.000. Ja. Huch, was ist denn? Da ist ein Handelsposten. Einfach so. Da gehen wir nochmal hin. So, wir machen hier nochmal Schluss. In der nächsten Folge werden wir uns nochmal ein paar Geräte angucken, die man so bauen kann. Und wir werden den Basiscomputer aufbauen. Also dann bis zum nächsten Mal. No Man's Sky.